Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Chroma Squad. Tja, wir kommen dem Ende wahrscheinlich immer näher. Wir haben in der letzten Folge gegen diesen komischen Engel da oben gekämpft, hier. Aber da wird es jetzt wahrscheinlich noch einen Meckerkampf geben. Und er hat uns unterschätzt. Natürlich hat er uns unterschätzt. Alle unterschätzen uns. Aber eins haben wir vergessen anscheinend. Was haben wir denn vergessen? Ihr habt keine Ahnung, wer hier wirklich die Hosen anhat. Wieso? Sie werden unsere Welt zu Asche verbrennen. Wie alle anderen Welten vor uns auch. Nein, da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich egal, den machen wir fertig. Dem bieten wir jetzt noch in einem Meckerkampf die Stirn. Hoffentlich. Hoffentlich ist unser Mecker überhaupt im Zustand, um zu kämpfen, nachdem wir in den Weltraum geflogen sind mit dem Ding. Ich bin gespannt. Der könnte doch auch mal mit dem Mecker ankommen, der komische Kerl. Ah, guck mal, wie hübsch. Jetzt sind wir hier auf irgendeinem komischen Raumschiff. Aber lustigerweise natürlich mit Rettungsringen. Das ist sehr wichtig, dass man Rettungsringe im Weltall hat. Und der hat, ui, der hat viel Leben dieses Mal. Da müssen wir aufpassen. Ich versuche so oft wie möglich die Bazooka zu verwenden. Sonst könnte das zu einem üblen Ende führen. Und tut mir leid auch, dass ich ab und zu mal huste. Wie gesagt, ich bin immer noch krank. Oder besser gesagt, wieder. Irgendwie die Erkältungswelle schlägt mich dieses Jahr zweimal, was sehr nervig ist. Aber leider nichts zu ändern. Mal gucken, ob ich den vor seinem Special... Ah, scheiße. Ich hatte gehofft, ihn vor seinem Special fertig machen zu können. Nein! Au, 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 au! Der haut aber ordentlich rein. Nein, das gibt's doch nicht. Beim zweiten Mal nicht getroffen. Oh, das könnte eklig enden. Da muss ich zwischendurch auch mal meinen Heilskill einsetzen. Mach ihn fertig. So, Nummer 1. Und jetzt müssen wir direkt unseren Heilskill gleich einsetzen, sonst habe ich ein Problem. Für jeden Combo-Count gibt es ja Leben. So. Ist zwar nicht viel, was da dazu kommt, 6000, aber 6000 ist besser als gar nichts. Ich glaube, da werde ich mein Second Life brauchen in der Runde hier. Der ist nicht ohne. Aber ich muss leider immer wieder sagen, die Mecha-Kämpfe, am Anfang waren die noch cool, aber so nach und nach werden die doch extrem langweilig. Leider. Alter, 24.000 Damage. Ich krieg die Krise. Ich will vor meinem ersten verbrauchten Leben auf jeden Fall den noch runterschlagen. Komm schon, noch ein... Yes! Yes, 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 yes. Musste die Bazooka nicht benutzen. Die kann ich nämlich jetzt nochmal benutzen. Eigentlich wollte ich sagen, bevor ich ablebe, würde ich gerne noch einmal die Bazooka benutzen, aber ich habe es nicht gebraucht. Ich hatte aber auch gerade ultimatives Glück, muss ich sagen. Und jetzt benutzen wir die Bazooka. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Na gut, der Käse ist gegessen. Auch wenn der mich jetzt fertig macht. Ich habe ja mein Second Life und dann guckt der ganz schön dumm aus der Wäsche. Vielleicht überlebe ich das sogar. Ja, das habe ich überlebt. Und wenn ich Glück habe, überlebt er das jetzt nicht mehr. Noch ein Schlag. Jo, perfekt. Hätte ich nicht mitgerechnet, ganz ehrlich. Ich hätte auf jeden Fall gesagt, ich brauche mein Second Life. Und schon sind wir wieder im Raumschiff. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt steht nichts mehr zwischen uns und Lord Gaga.
Wir sind von weit, weit weg hergekommen. Ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen von euch. Der finale Kampf. Sorry. Oh Mann, das ist so spannend, sagst du. Los, komm, Maskott, los. Okay, es kommt aber jetzt noch irgendwas, wahrscheinlich noch eine Staffel. Das hatte ich auch mal so im Internet gelesen, angeblich gibt es 6 Staffeln. Ich weiß natürlich nicht, wie lange diese Staffel jetzt ist. Und alter Falter, das gab aber jetzt ordentlich Fans und ordentlich Geld. Uiuiui. 13.000 Dollar kriegen wir jetzt für die nächste Staffel. Das wird nice. Das wird richtig nice. Erstmal E-Mail lesen. Monster im Schrank. Irgendjemands Tochter liebt unsere Sendung. Spricht die ganze Zeit nur darüber. Aber wenn es abends spät ist und sie schlafen muss, hat sie immer, kann sie nicht schlafen, weil sie Angst hat, dass Lord Gaga und seine Bösewichte sie holen werden. Der Vater hat ganz oft die Schränke von ihr nachgeguckt. Da ist kein Lord Gaga drin, aber ja, glaubt die Tochter natürlich nicht. Was sollte ein besorgter Vater tun? Wir schicken ihr für 50 Dollar einen Mecker. Damit kann sie sich verteidigen. What? Warum? Ach so. Ah, ich verstehe. Der hat irgendwie super geklappt und weil sie schläft jetzt immer mit dem Mecker an ihrer Seite, deswegen hat sie keine Angst mehr nachts und jetzt hat er die ganzen Chroma Squad Spielzeuge gekauft, deswegen haben wir quasi 170 Flocken Gewinn gemacht und einen Fan mehr gewonnen. Und die Agentur ist der Hammer. Ganz ehrlich, die buche ich jetzt mal für 3 Folgen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch so viele Folgen haben. Oder nee, wir buchen sie mal für eine. Wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie viele Folgen wir noch haben. Sauber. Und jetzt kann ich alle wunderschönen Möglichkeiten dieser Agentur wahrnehmen. Ich bin mal gespannt, gibt es jetzt neue Möglichkeiten, mein Studio aufzurüsten? Ja, komm, einfach mal alles kaufen. Und wir sind fully decked now, deswegen würde ich mal behaupten, okay, unser Studio ist komplett fertig. Es geht nichts besser. So, jetzt gucken wir nach, ob wir unseren Mecker noch aufrüsten können. Gibt es irgendwo, warte mal hier, ich hätte gerne noch einen neuen Skill irgendwie. 65% Attacke. Der hat einen Skill. 30% Attacke. 40% Attacke. 40% Attacke. Oder 65% Attacke. Das ist halt schon ein krasser Unterschied, Leute. Und dieses bisschen Schaden da, das hier dieser Fury Strike macht, das kannst du in die Pfeife rauchen. Sieht es denn hier eigentlich aus? Nö, da auch alles. Ich habe eigentlich alles auf Attacke ausgelegt. Hier haben wir eine erhöhte Hit-Chance. Boah, aber 50% mehr. Das ist natürlich heftig. Also bei so Mecha-Special-Attacken 50% mehr Schaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Nee. Lass ich aber erstmal. So, Crafting. Es gibt wahrscheinlich neue Rüstungen und so, oder? Nee, aber neue Waffen. 113 Waffendamage und 108. Ne, 113 Waffendamage. Merken wir uns. 113 Waffendamage. Also ich glaube. Ah, gut, der hat halt voll viele Skills noch. So, warte, ich baue jetzt einfach mal diesen neuen Superspeer hier. Und guck einfach mal. Ah, nee, so geil ist der gar nicht. Schade.
Ich glaube, den recycle ich direkt. Ah, kam aber nicht viel bei rum. Aber guck mal, wir haben noch so viel zum Recyceln, aber klappt irgendwie nicht so ganz. Och, komm Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ganz schlechte Recyclingquote. Oh, da fange ich an zu heulen. Naja. Gut. Was können wir noch craften? Eigentlich sind die alle nicht so wirklich toll, die Sachen. Können wir noch was Neues kaufen? Ups, falscher Button, sorry. Nee, neue Sachen können wir auch nicht kaufen. Keine neuen Waffen. Nischt. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Oder warte mal. Wir sind ja jetzt in einer neuen Staffel. Ah, es gibt aber keine neuen Skills mehr. Na gut, da bleibt mir nichts anderes übrig als zu starten. What did you do to Lord Gaga? Also was hast du Lord Gaga angetan? Jetzt wo es Chroma Squad im Mutterschiff ist, müssen sie Lord Gaga finden und ihn zur Rechenschaft ziehen. Es gibt kein Zurück mehr. 8 Team Attacks. Eieiei, das wird heftig. Naja, gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß nicht, ob jetzt nach der Folge schon alles vorbei ist dann. Oder was ist das denn? Das Chroma Squad betritt einen großen einen dunklen Raum mit einem riesigen Ball in der Mitte. Oder mit einer riesigen Kugel in der Mitte. Wow, wo ist Lord Gaga? Und das Kamerateam. Immer dabei. Wir sind hier, um dich festzunehmen, Lord Gaga. Die Sheriffs des Universums. Und der große Ball fängt an, ein knackendes Geräusch zu machen. Ich weiß, dass du da bist. Da drin bist, Lord Gaga. Komm raus jetzt. Knistert schon wieder. Und... wow. Da ist Lord Gaga. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Raum? Das ist sein Secret Chamber gewesen. Aha. Und schaltet die Lichter an und es gibt eine riesige Party und alle feiern. Nein, natürlich nicht, aber... Ja. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Jetzt, wo ihr hier seid. Sehr sauer. Was? Now here you are, very angry and breaking into my home with that ugly TV tower of yours. Also, er ist ein bisschen sauer anscheinend. Oder sind wir sauer? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und wir haben den Universe Sheriff mitgebracht. Guten Abend, Officer. Was denkt ihr jetzt zu tun? Oder was gedenkt ihr jetzt zu tun, ihr kleinen Schweinchen? Ja, Lord Gaga soll festgenommen werden. Für seine Verbrechen gegen die Erde. Und er soll nicht wie ein Feigling wegrennen. Tja, aber sein Zuhause, seine Regeln, er weigert sich, in Handschellen gelegt zu werden. Und was? Du hast danach gefragt, Lee. Du hast... wahrscheinlich gibt es jetzt mega die Klopperei, wenn Lee angesprochen wird. Oh, juhu. Wenn wir besiegt sind, will er uns wohl aus dem Raumschiff schmeißen. Das ist aber nicht sehr nett. Third Life's the Charm. Oh mein Gott. Jetzt kommt das dritte Leben für alle komischen Monsterviecher, gegen die wir jemals gekämpft haben, oder was? Momentan sind es nur die zwei hier, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir gegen alle nochmal kämpfen müssen. Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wundern. Aber gut, das werden wir noch sehen. Einmal Trampelschaden. Naja, das war nix.
Aber ich habe mich extra in die Ecke gestellt, dann können wir nämlich Lord Gaga noch ordentlich was auf die Mütze geben. Kommen wir mit denen allen dahin? Ja, perfekt. Dann kann ich nämlich noch einen Team-Attack machen. Da könnte ich wahrscheinlich sogar mit meinen Waffen einen Team-Attack machen. Yeah, baby. Sehr schön. Und der kriegt auch noch eins mit dem Schwert über den Kopf. Und die Musik, ey, die geht so ab. Wenn ihr mich sehen könntet auf meinem Stühlchen. Ich dance jetzt. Mist. Wind wurde verzaubert, das heißt, die kämpft jetzt für Lord Gaga wahrscheinlich. Oh, der macht sich wieder super stark. Also super hohen Defense-Wert. Das ist doof. So, und Lee kickt den jetzt mal wieder auf die andere Seite. Ah, schade. Der wird jetzt auch mit einer schönen Portion. Ne, Moment. Scheiße, ich brauch. Ach, scheiße, ich kann Wind nicht benutzen, verdammt. Stimmt ja. Na gut, dann müssen wir den halt so bekämpfen, ohne Waffengewalt. Das Einzige, was ich benutzen kann, ist der Multishot. Und das schalten wir mal an. Das Damage Grid. Ich hoffe, dass ich jetzt diesen Defense Mode von diesem Vieh gebrochen habe. Ach, Wind, ey. Hau doch nicht unsere eigenen Leute. Scheiße. Und wenn ich so weitermache, ist Lee bald im Arsch. Was wurde gerade gebufft? Oder wer wurde gerade gebufft, besser gesagt? Nehme ich jetzt erstmal hier daneben. Nochmal ein Mithril-Schwert auf die Nuss. Sauber. Boah, guck mal, da ist wieder ein Paparazzi. Die sind aber auch überall, die Schweine. Wollen sie alle nur ein geiles Foto von mir haben. So, jetzt schön Waffen-Kombo. Waffen-Team-Attack. Kriegen wir den Tod? Fast. Ach man, jetzt bin ich gerade hin und her gerissen. Soll ich Lee heilen oder soll ich das Vieh kaputt machen? Ich glaube, ich mache das Vieh kaputt. Nee, ist er nicht gelangt. Jetzt regeneriert sich das Drecksvieh wieder. Autsch. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn für eine Waffe? Dance Ball of Justice. Komm, Lee, den machst du alleine fertig. Ich gehe jetzt am besten mit 4 Leuten direkt drauf. Sicher ist sicher. Nee. Immer noch nicht tot. Jetzt bist du aber down. So, weg damit. Und Lee ziehe ich jetzt mal ein bisschen weg. Wow, super. Super Teleport. Ich versuche jetzt schon mal mein Glück ein bisschen mit Team Attacks. Oder auch nicht, warte mal. Ne, machen wir ein wirklich schönes Team-Attack. Du heilst aber Lee. So. Drauf. Sehr gut. Und unser Jedi-Ritter, der darf auch nochmal mit seinem Laserschwert jetzt draufhauen. Und eigentlich kann Lord Gaga jetzt gerade nicht flüchten, außer er beamt sich wieder weg. Oh. What the fuck? Ohne Spaß, das ist doch unschaffbar.
Wie soll ich das schaffen, Leute? Also ich habe im Internet schon gelesen gehabt, dass der Endkampf wohl sehr, 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 sehr schwer sein soll. Aber doch nicht so eine Nummer hier. Kommt, Leute, alle zu mir. Ich muss euch versammeln. Und ihr kriegt jetzt alle erstmal schön ein bisschen Verteidigung. Hier müssen ein paar Leute, scheiße, ein paar Leute geheilt werden, wollte ich gerade sagen. Pustekuchen. Drauf. Nein, das geht nicht. Scheiße, das ist zu weit weg. Komm mal her, komisches Bärchen. So, Triple Waffenattack. Oh Mensch. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut, Leute, weil ich glaube, die Folge wird noch sehr, also der Kampf wird noch sehr, sehr lange gehen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sind wir dann nächste Folge schon durch. Ich weiß es nicht, aber seid gespannt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis denne. Tschüssi.